Unsere Stadt zusammen sauber machen. Darum geht es bei der Aktion Saubere Stadt, sauberer Wald, saubere Gewässer. Und da machen wirklich die ganze Stadt mit. Ich war diese Woche bei einer Grundschulklasse der Loschke-Schule, die auch schon unterwegs sind und ihr Umfeld sauber machen. Und so machen es gerade ganz viele Vereine, Schulklassen, Initiativen, Privatleute. Wenn Sie mitmachen wollen in dem Jahr, dann einfach noch melden beim Umweltamt. Gerne aber auch erst fürs nächste Jahr. Und es ist echt immer unglaublich, wie viel Müll wir in der Stadt sammeln können. Letztes Jahr waren es gut 3 Tonnen und ich bin schon gespannt, wie viel dieses Jahr zusammenkommt. Noch besser wäre es natürlich, wir müssten gar nicht sammeln, weil wir unseren Müll selber entsorgen. Aber so gut sind wir leider nicht an allen Stellen. Dann noch was zum Thema Verkehr und Parken. Wir sind gerade dabei und wenn Sie das interessiert, klicken Sie mal auf unsere Homepage. Die Woche haben wir vorgestellt unsere Ergebnisse zu dem Modellprojekt. Wie ordnen wir den Parkraum rund um den Bohlenplatz neu? Wo gibt es Anwohnerparkplätze? Wo gibt es Kurzzeitparkplätze? Wo gibt es Ladezonen? Wie kriegen wir das hin, dass auch Elektroautos laden können? Da versuchen wir das in dem Bereich neu zu ordnen und da gibt es die Ergebnisse. Schauen Sie einfach mal rein, wenn Sie es interessiert. Wir probieren an der Stelle auch aus, was wir davon auf andere Teile der Innenstadt und dann auch der ganzen Stadt übertragen können. Und jetzt am Wochenende ist wieder eine ganze Menge los in dieser Stadt. Am Samstag bin ich zumindest unterwegs von einer Veranstaltung zur nächsten. Highlight ist bestimmt alles, was im Bereich der Altstadt stattfindet. Kunsthandwerkermarkt und das Kulturfestival Freibordsteinkante. Also einfach mal zwischen Altstädter Kirchenplatz und Wasserturmstraße einfach durchflanieren. Am Samstag, am Sonntag ist der Markt auch noch zusätzlich. Und einfach mal gucken, was man so entdecken kann. Macht bestimmt Spaß.